Ja, das ist ein Verfassungsauftrag, der hier gerade genannt wurde. Als Opposition ist es immer schwierig, wirklich mitzuwirken. Wir können eine Stimme sein derer, die unsere Position teilen. Wir sind sozusagen die parlamentarische Stimme. Und Punkt ist auch, das ist wissenschaftlich empirisch bewiesen, je stärker eine Partei im Bundestag vertreten ist, desto häufiger ist sie in den Medien. Das heißt, je stärker eine Partei ist, desto häufiger ist sie in den Medien, desto besser und häufiger kann sie ihre Botschaften, ihre politischen Botschaften, auch gegenüber der Öffentlichkeit artikulieren. Das stimmt nicht. Die Grünen sind oft auch drin als hier. Und es gibt eine Ausnahme. Das sind die Grünen. In der Tat, das hat aber weniger was mit den Grünen zu tun, sondern damit, dass die Linke 2005 bis 2009 sehr stark von den Medien geschnitten wurde. 2009 bis 2013 das Verhältnis sich langsam entspannte. Und wir jetzt die größte Oppositionsfraktion sind, mit einem MdB mehr als die Grünen, die Medien gewissermaßen gezwungen sind, Rücksicht auf uns zu nehmen. Statistisch gesehen sind die Grünen immer noch sozusagen häufiger in den Medien, aber nicht mehr so sehr viel häufiger, als es früher der Fall war. So, das heißt für uns aber auf jeden Fall, wir müssen wachsen, wir müssen größer werden, um auch die friedenspolitische Position in die Gesellschaft besser artikulieren zu können. Und wir haben als Position, sagen wir eben auch, die NATO muss weg, sie muss aufgelöst werden. Ich möchte da einen Punkt, und ich möchte jetzt nicht mehr begründen, warum. Ich glaube, die Begründungen sind gestern und heute tausendmal gefällt worden, die muss ich jetzt nicht mehr wiederholen. Ich möchte unseren Punkt in unserem Grundsatzprogramm, das wir 2011 verabschiedet haben in Erfurt, kurz zitieren. Da heißt es, wir, also die Linke, fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib Deutschlands der NATO, wird die Linke in jeder politischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen des Militärbündnisses austritt und die Bundeswehr in Urkunde NATO entzogen wird und so weiter und so fort. Dieses Grundsatzprogramm ist also kein Wahlprogramm, sondern ein Grundsatzprogramm, mit dem man eine Partei 10, 20 Jahre sozusagen den Rahmen für diese Partei bildet. Es wurde zweimal legitimiert, einmal mit einer Urabstimmung, das waren 95%, und dann nochmal eine Delegiertenabstimmung auch mit 96%. So, das ist also der Boden, auf dem wir uns bewegen und auch bewegen sollten. Das sehe nicht immer alles so in der Partei oder nicht immer alles so in der Fraktion, deshalb ist es da auch noch gewisse Kämpfe gibt. Daher auch nochmal ein Hinweis an euch alle. Gerade fiel irgendwann mal in der Vorrunde der Hinweis, man solle sich einer Partei nicht ausliefern als Friedensbewegung. Das kann ich auch nur raten. Nicht einer Partei sich ausliefern. Also gut, die SPD bringt es nicht, die Grünen auch nicht mehr. Aber seinerzeit war es ja auch eine Auslieferung an die Grünen. Man hat gesehen, was 99 daraus geworden ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch für die Friedensbewegung ein kritisch-solidarisches Verhältnis gegenüber der Linken zu haben. Und auch immer Druck auf die Linke auszuüben als Partei. Und das sage ich als ein Mitglied, als ein aktives Mitglied und als MdB, Druck auszuüben auf diese unsere Partei, damit sie nicht den Weg der Grünen oder der SPD geht. Denn wir haben genügend Kräfte in dieser Partei und in der Fraktion, die einen ganz anderen Weg gehen wollen. Einen Weg, den wir alle, wir hier, sicherlich nicht haben wollen. Insofern drückt uns und wir sind dankbar, zumindest der linke Flügel der Partei und Fraktion. So. Die Alternative, die ich angesprochen habe, also ein Sicherheitssystem oder System gegenseitiger der kollektiver Sicherheit, wurde auch schon mehrfach hier skizziert. Das Wesen im Gegensatz zu einem Verteidigungskollektiv, was ich heute Morgen mal kurz angerissen habe, ist hier, dass eine Anzahl von Staaten, die Zahl sei X, sich entschließen, ein Kollektiv zu bilden und Unruhestifter innerhalb des Kollektivs gemeinsam zu disziplinieren. Das ist der Gedanke der UNO zum Beispiel, das ist eigentlich auch der Gedanke der OSZE, also ein regionales Kollektivsystem. Dass Russland dabei sein muss, versteht sich von selbst, weil sonst macht es keinen Sinn. Die heimliche Spannung gerade mit Russland oder Russland mit uns, wie auch immer, das ist ganz klar. Und ich bin ein großer Verfechter für ein regionales Sicherheitskollektiv, in dem eben abgerüstet werden muss, in dem eben Vertrauensbildmaßnahmen geschaffen werden müssen, in dem eben auf strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit abgezielt werden muss, in dem auch die Bundeswehr ihren Beitrag leisten muss und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Friedensbewegung, zu einer möglichst breiten Friedensbewegung. Dafür brauchen wir auch die Unterstützung europäischer Partnerparteien und auch wir müssen sie unterstützen, damit wir eben in der Öffentlichkeit für unser Programm werben können und auch die 60-85% der Menschen, die letztendlich unsere Position, friedenspolitische Position teilen, dass sie auch aktiver werden und uns auch die Stimme geben. Ich will
will jetzt nicht mehr zu tief darauf hineingehen. Noch ein Hinweis zum Thema Weißbuch, das vorhin gefallen ist. Da werden wir auch in Vorleistung gehen. Also das Weißbuch soll irgendwann im Juni, Juli 2016 veröffentlicht werden. Wir haben uns entschieden in der Fraktion, dass wir ein Schwarzbuch wieder einmal entwerfen werden. Das haben wir 2006 auch gemacht, als das letzte Weißbuch rauskam. Da haben wir ein Schwarzbuch über die deutsche Militärpolitik herausgegeben. Und das werden wir jetzt wieder machen. Also ein Schwarzbuch, in dem sozusagen alle Militär- und sicherheitspolitischen Sünden oder Versuch erlaubt, sagen wir mal so, es sind ja so viele, ich glaube nicht, dass wir das alles schaffen, aber zumindest der Versuch, möglichst viele Außensicherheits- als militärpolitische Sünden der Bundesregierung und der NATO aufzuzeigen, damit ihr auch damit arbeiten könnt. Das ist jetzt nicht für die breite Masse gedacht, wir hatten damals eine Auflage von 10.000, die sind alle weggegangen. Ist nicht viel breite Masse gedacht, weil so ein Buch hat ja doch irgendwie 150 Seiten. Und zwei vorhin schon mal vor der jungen Frau hier gesagt, wer hat Zeit abends, sich nochmal damit zu beschäftigen. Aber für diejenigen, das seid ja gerade ihr, die sich intensiv mit Friedenspolitik beschäftigen, ist so ein Schwarzbuch schon sehr hilfreich. Und wir wollen das möglichst zeitgleich mit dem Weißbuch publizieren, um damit auch ein bisschen in die Suppe zu schwimmen. Ja, das war's. Nächstes Mal. Danke.